Der Euro zeigt seit einiger Zeit eine Stärke wie schon lange nicht mehr. Christian Köker, was ist denn der Grund dafür, dass der Euro so deutlich nach oben gestiegen ist? Ja, wie so oft sind es viele Gründe, die sich hier zusammen verbündet haben. Man muss eigentlich mal ein halbes Jahr zurückblicken und sagen, seitdem hat sich der Wind schon ganz deutlich gedreht. Wenn man mal zurückblickt, dann sieht man eben, damals hatten wir noch die US-Präsidentschaftswahl vor der Brust. Ja, die ist letztendlich dann bekannterweise pro Trump ausgegangen. Da hat man eine sehr, sehr starke amerikanische wirtschaftliche Stärke postuliert. Ja, die Konjunktur war sowieso zu dem Zeitpunkt in den USA sehr, sehr stark. Und andererseits standen eben in Europa auch noch viele Unsicherheiten sozusagen vor der Tür. Ja, es gab viele Wahlen, die noch vor der Tür standen, deren Ergebnis so noch nicht bekannt war. Wenn man jetzt schaut, wie es sich weiterentwickelt hat, dann muss man eben sagen, naja, die europäischen Wahlen sind eher sehr eurofreundlich ausgegangen. Auch es gibt eine sehr einige Haltung so im Thema Brexit vielleicht auch. Ja, also da gibt es viele, viele Sachen auch aus der Konjunktur und auch von der wirtschaftspolitischen Seite, die sich zusammen eben zu einem Bild verdichten, was ihr eben auch im Chart dann ablesen könnt, dass man sagen kann, der Euro ist momentan einfach auf der Überholspur. Es gibt viele konjunkturelle Daten, die das begünstigen. Und ja, in Amerika scheint so ein bisschen die Luft raus zu sein, auch von der Zinserhöhungsdynamik ist mal ein bisschen ab. Und deswegen sehen wir eben, dass der Euro sich hier richtig schön zurückentwickelt hat. Ja, das ist ein ziemlicher Schwung, wie man hier im Chart schon erkennen kann. Kann dieser Schwung auch noch weiter nach oben reichen? Ja, mit Sicherheit kann das noch weitergehen. Mit diesem Tempo muss man sicherlich etwas vorsichtig sein, denn das Momentum gerade jetzt in den letzten Wochen seit der zweiten Präsidentschaftswahlrunde, ich glaube, das ist so nicht auf Dauer durchzuhalten. Jetzt sieht man auch vielleicht mit ein bisschen Blick hier auf den Chart, dass wir hier langsam so auch in so eine charttechnische Widerstandsbereiche vordringen bei 1,13, 1,14. Aber wenn man das überwindet, dann hat man vielleicht sogar die Möglichkeit, auch bis 1,20 auf Jahresende weiterzulaufen. Also momentan ist das Momentum ganz klar auf Seiten des Euros. Das kann natürlich noch gestoppt werden durch diverse Verlautbarungen, die eben aus der zitierten wirtschaftspolitischen Richtung kommen, Stichwort EZB, Stichwort FED. Aber momentan, ja, momentan sieht es eigentlich so aus, als ob der Euro weiter stark bleibt. Für Trader ist dieses Währungspaar Euro-US-Dollar ja auch sehr interessant. Welchen Nutzen können Sie denn daraus ziehen? Also zum einen ist es ein sehr, sehr liquider Markt, ähnlich wie zum Beispiel ein DAX. Also es ist immer interessant, wenn es einen liquiden Markt gibt, weil der sich einfach, ich sag mal salopp, besser handeln lässt als irgendein illiquider Nebenwert. Es ist halt nicht nur den Trading-Aspekt, sondern man könnte im Grunde auch sagen, wer sein Depot diversifizieren möchte, also wer nicht immer nur bestimmte Asset-Klassen wie Aktien präferieren möchte, der kann eben auch sagen, naja, ich kaufe hier mal ein Produkt, was sich auf diesen Währungskorb oder auf dieses Währungspaar bezieht. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, auch mal ein anderes Thema im Depot zu spielen und nicht immer nur Aktien oder Indizes zu bedienen. Und auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, ja, so ein Markt ist eben nicht so stark schwankend, nicht so volatil wie ein Aktienmarkt. Ja, wir sehen zwar jetzt hier starke Bewegungen, aber wir sehen auch anhand der Skalierung auf der Y-Achse, wir reden über geringe prozentuale Veränderungen. Das heißt, da muss man dann vielleicht auch schon mal mit Produkten agieren, die diese zweifellos regelmäßig vorhandenen Bewegungen, aber auch durchaus ein bisschen, ich sag mal, hebeln im wahrsten Sinne des Wortes, damit das hier auch für einen aktiven Trader richtig interessant wird. Nun gibt es ja verschiedene Instrumente, die gehebelt auf das Währungspaar Euro-US-Dollar setzen. Welche sind denn bei den Tradern so in der Praxis am beliebtesten? Ja, es gibt ja eine ganze Palette von Knockout-Produkten, ja, von Hebelprodukten, von Mini-Future-Zertifikaten angefangen bis hin zu Turbo-Optionsscheinen, Open-End-Turbo-Optionsscheinen. Und gerade die letztgenannten, das sind eigentlich so aus meiner Erfahrung nach mit die populärsten Produkte, weil die eben eine unendliche Laufzeit haben. Das heißt, ich bin hier nicht begrenzt auf wenige Wochen oder Tage in der Laufzeit, sondern ich kann möglicherweise auch sagen, bis zum Ende des Jahres habe ich eine positive Meinung für den Euro. Dann kann ich eben mit so einem Open-End-Turbo-Optionsschein hier auf einen weiteren Anstieg des Euros zum US-Dollar setzen. Es gibt ja auch noch andere Hebelinstrumente. Was macht gerade die Turbo-Optionsscheine so attraktiv? Ja, aus Sicht, das ist ein ganz allgemeines Thema. Man könnte eigentlich sagen, dass die Einfachheit dieser Produkte ihre Transparenz, ihren Zulauf auch begründet. Denn man kann natürlich auch über klassische Optionsscheine, also sogenannte Standardoptionsscheine, sich Währungen annähern. Da habe ich noch andere preisbeeinflussende Faktoren, wie das Zinsniveau, wie natürlich auch die Volatilität. Und das ist eine Kenngröße, die viele interessant finden und sie auch in ihre Anlageentscheidungen mit einbeziehen. Aber für viele Anleger und Trader ist es eben schwierig, sich zusätzlich zum eigentlichen Basiswert, also der Währung, auch noch eine Meinung zur Volatilität zu bilden. Und deswegen ist man eben häufig bei den Turbo-Optionsscheinen angekommen, weil die eben das Thema Volatilität nahezu ausklammern. Hier kann man sich wirklich auf die Kursveränderung konzentrieren und weiß, salopp gesagt, wenn der Basiswert sich um so und so viel Prozent verändert, um wie viel Prozent sich auch mein
Investment im Wert positiv oder negativ verändert. Aber grundsätzlich könnte ich ja auch mit anderen Hebelinstrumenten wie die Standard-Optionsscheine oder auch Faktorzertifikate auch hohe Hebel realisieren, oder ist es nicht immer unbedingt so möglich? Ja, klar ist das möglich. Ja. Also das ist letztendlich auch eine Frage des persönlichen Stils und des persönlichen Geschmacks. Es gibt durchaus schon Grenzen. Also wenn man jetzt beispielsweise über Mini-Future-Zertifikate spricht, das sind sehr, sehr ähnliche Produkte zu den Open-End-Optionsscheinen, die sind gewisserweise miteinander verwandt. Ja. Da habe ich einen Unterschied zwischen der Knockout-Barriere, an dem also ein Produkt wertlos verfallen kann, und dem Basispreis. Also das heißt, wenn so ein Produkt ausnockt, dann gibt es da oft noch einen Restwert. Und diese Differenz sorgt einfach für eine gewisse Sicherheit, sorgt aber im Gegenzug auch dafür, dass ein gewisser Hebel nicht überschritten werden kann. Ja, also wer sich sehr, sehr aggressiv am Markt positionieren möchte, also beispielsweise mit Hebel jenseits von 50, 80 oder 100, ja, das sehen wir im Währungsmarkt durchaus hin und wieder, der greift dann eben auf die Open-End-Turbo-Optionsscheine zurück, weil bei denen eben der Knockout-Level, an dem das Produkt wertlos verfällt und ab dem es sozusagen auch an der Performance hin berechnet wird, das ist der sogenannte Basispreis, wo diese beiden Werte identisch sind. Sie haben gerade schon den Begriff wertlos verfallen benutzt. Ja. Daran kann man schon erkennen, das Risiko ist hoch, quasi extrem hoch. Ja. Und die Trader, die diese Instrumente nutzen, wissen das auch. Ja, das hoffe ich natürlich, dass sie sich eingehend mit den Risiken auch vorher auseinandersetzen und nicht nur sagen, ich bin weiterhin bullish für den Euro, also rein da in das Feld, sondern man muss sich eben schon darüber im Klaren sein, was passiert, wenn die eigene Meinung, die man hier manifestiert durch den Erwerb eines solchen Produktes, überhaupt nicht umgesetzt werden kann und nach hinten losgeht. Denn diese Produkte haben eben ein Ausstattungsmerkmal, die Knockout-Barriere, bei dem es wertlos verfällt. Das könnte hier beispielsweise, wenn man Euro long ist, die Parität sein, 1 Euro zu 1 Dollar. Das wäre also ein mögliches Knockout-Level. Und sollten wir jetzt hier eine Trendwende haben und dieser Wert sollte unterschritten oder erreicht werden, dann verfällt das Produkt wirklich praktisch wertlos. Ja, das ist ein Totalverlust. Wichtig: mehr als das eingesetzte Kapital kann man nicht verlieren, aber natürlich ist ein Totalverlust schon eine ganz herbe Geschichte. Deswegen gilt es, solche spekulativen Produkte auch fortwährend zu beobachten. Und mit der Zunahme des Hebels, ja, sollte auch die Aufmerksamkeit, die man dem Ganzen widmet, auch zunehmen. Ja, und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also einen hohen Hebel von 50 bis 100 kaufen und dann eine Woche nicht hingucken, ist wahrscheinlich durchaus mutig, möchte ich mal sagen. Man kann natürlich immer auch noch mal sagen, liebe Leute, ihr könnt auch mit Stops arbeiten. Das ist sowieso eine klare Empfehlung, auch mit Stops zu arbeiten, egal ob man jeden Tag oder jede Stunde drauf guckt. Vergessen darf man aber eins nicht: Euro-Dollar ist ein Basiswert, der wird quasi rund um die Uhr gehandelt. Also wenn wir hier in Deutschland, hier in Frankfurt schon die Augen zumachen, dann wird an anderen Orten der Welt, an anderen Märkten der Welt Euro-Dollar weiter gehandelt. Das heißt, es kann also auch zu positiven oder zu negativen Kursveränderungen dieses Währungspaars kommen, wenn ich als Anleger hier in Deutschland gar nicht agieren kann. Ja, also wenn ich beispielsweise im Bett liege oder dann muss ich eben sehen, dann kann auch so ein Stop nicht greifen. Deswegen ist da Vorsicht schon angesagt. Der Stop greift dann quasi immer nur zu den Handelszeiten. Richtig. Aber der Knockout kann quasi über Nacht schon stattfinden. Auch außerhalb der Handelszeiten hier in Deutschland. Das muss man alles wissen, aber die Chancen sind eben entsprechend groß. Richtig. Christian Kücker, vielen Dank fürs Gespräch. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuschauen. NTV, der Nachrichtensender.